CDU, CSU und SPD haben einen sehr guten Koalitionsvertrag für unser Land geschrieben. Diese Koalition will Deutschland voranbringen. Neuer Aufbruch in Europa, neue Dynamik in Deutschland und neuer Zusammenhalt in unserem Land. Das sind drei konkrete Botschaften, die für die nächsten Jahre in unserem Land umgesetzt werden sollten. Und dazu wird diese Große Koalition ihren Beitrag leisten. Wir haben uns an Familien gewendet. Das, was wir in den Regierungsprogrammen zugesagt haben, findet nun statt. Neu ins Blickfeld rücken unsere Familien mit Baukindergeld, mit Betreuungen in der Grundschule, mit Kindergeld. Eine ganz neue Dimension der Politik für Familien. Wir sind in Deutschland in einem Wettbewerb, vor allem mit asiatischen Ländern. Noch sind wir drittstärkste Wirtschaftsnation in der Welt und stärkste in Europa. Aber wenn wir sehen, was bei unseren Mitbewerbern in der Digitalisierung abläuft, sind wir geradezu Waisenknaben. Und das wird sich ändern, indem wir zweistellige Milliardenbeträge in die Hand nehmen, um das Glasfasernetz auszubauen, künstliche Intelligenz voranzubringen, unsere Schulen in 3, 4 Jahren ans Netz zu bringen, eine Bildungscloud. Wir werden dieses Land in der Bildungspolitik modernisieren und umkrempeln. Und das alles geschieht in dieser Koalition. Wir haben endlich eine Antwort auf die Herausforderungen in Europa. Wir können jetzt als Koalition, als Bundesregierung eine Antwort an Macron geben. Europa muss nicht mehr auf uns warten. Wir kommen jetzt in Europa, um die Diskussionen zu führen, die notwendig sind. All dieses zeigt, wie richtig und notwendig es war, jetzt endlich eine stabile Regierung auf den Weg zu bringen. Ich bin mit dem Koalitionsvertrag sehr zufrieden. Darüber werden wir jetzt in der Fraktion diskutieren, den Vertrag vorstellen. Und vor allem werde ich darauf hinweisen, was es für uns als Bundestagsfraktion bedeutet, diesen Koalitionsvertrag umzusetzen. Denn allein, dass er da liegt, auf unseren Tischen, ist ja noch nichts passiert. Sondern es wird eine ganze Reihe von Gesetzgebungsvorhaben bedeuten, die sehr rasch aufeinanderfolgen werden, jetzt noch bis zur Sommerpause. Wir werden in der Fraktion über den Koalitionsvertrag nicht abstimmen, weil wir nämlich auf einem Bundesparteitag den Koalitionsvertrag diskutieren und abstimmen. Und deswegen ist es jetzt das Privileg der Partei, sich mit diesem Koalitionsvertrag abzustimmen. Aber wir werden ihn diskutieren und werden vor allem darüber sprechen, was nun getan werden muss, dass die Menschen sehr rasch spüren, da ändert sich etwas in unserem Land. Vielen Dank.